Und dass es erfolgreich sein kann, es muss Ergebnisse liefern. Es geht darum, dass eine Company, ein Unternehmen oder beziehungsweise eine Regierung einen Wettbewerbsvorteil davon kriegt. Das ist der Grund, warum wir das machen überhaupt. Um das hinzukriegen, braucht man im Grunde genommen drei Sachen. Man braucht eine richtige Leader, eine CISO oder CIO oder Digital Leader, um es auf Neudeutsch zu sagen. Zweitens, man braucht auch die Akzeptanz, dass es Chefsache ist. Und gleich am Anfang die Entwicklung einer Strategie, die Entwicklung eines Ansatzes eingebaut wird. Nicht nebenbei oder es läuft nebenbei oder parallel. Es muss wirklich Fokus haben. Deswegen ist es eine Chefsache. Und drittens, Nummer drei, ist das ein Cybersecurity-Ausbildung, Digitalisierung, Ausbildung, Training parallel dazu auch läuft, dass man die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter ständig aktualisiert und wirklich in der neuesten Entwicklung, was Cybersecurity und Digitalisierung passiert. Wenn das passiert, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, kann man wirklich super Sachen machen. Aber man darf nicht vergessen, es ist nicht nice to have, man muss Ergebnisse haben und es handelt sich um wirklich die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu gewährleisten. Bei uns sind Checkmarks, wir haben zwei Dinge, vielleicht zeichnen das aus. Erstmals, dass wir ständig Geld investieren, große Budgets haben für Research and Development, für Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir wissen, dass wir nicht wirklich stehen bleiben können oder wollen. Und das seit 17 Jahren. Wir sind immer unabhängig, auch finanziell, und haben immer unsere eigene Forschung und Entwicklung selbst finanziert, weil es uns sehr, sehr wichtig ist. Zweitens, wir haben auch sehr viele unsere eigenen Prozesse innerhalb des Unternehmens digitalisiert und automatisiert, dass man weniger und weniger Leute braucht für die normale, etwas langweilige Prozeduren und Prozesse, um dass wir die Leute, die Gehirn, die Kompetenz der Leute auf wichtigere Sachen haben können. Das heißt, sehr viel Backoffice-Zeug sind bei uns automatisiert. Auch im Umgang mit unseren Kunden und so weiter. Wir nutzen sehr viele neue, moderne Kommunikationstechnik, in Kontakt zu kommen mit Kunden und Prospekte, um Proof of Concepts durchzuführen, Demos zu machen und solche Sachen. Und das kommt sehr, sehr gut an übrigens auch. Gerade jetzt in der Zeit von Corona. Am Anfang waren wir ein bisschen so, ja, ein bisschen skeptisch, ja, wie wird das funktionieren. Aber im Grunde genommen, da wir alle im gleichen Boot sitzen, Kunden und Checkmarks, alle haben das gleiche Ziel. Und jetzt nutzen wir diese moderne Technologie, um zu kommunizieren, um die Reiserei und so weiter wirklich zu minimisieren. Checkmark sorgt für sichere Applikationen und sichere Software innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines Ministeriums, innerhalb einer Behörde. Wir arbeiten sehr eng mit Kunden zusammen, um ihre Bedürfnisse zu verstehen. Das heißt, was ist die Digitalisierungsstrategie eines Unternehmens? Welche Rolle spielt Software und Applikationen innerhalb dieses Ansatzes, um zu verstehen, wo die Schwachstellen lauern? Was bedeutet das für die Risikoeinstufung eines Unternehmens? Wo könnte ein Hacker da eigentlich sich reinquetschen und so weiter, um eine Gefahr darzustellen für das Unternehmen? Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir arbeiten und beraten Kunden sehr, sehr eng zusammen. Wir versuchen, die Strategie zu verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir beraten, wo eigentlich die Gefahr lauern können. Wir haben zwei verschiedene Ansätze. Eine ist die sogenannte Managed Services, das heißt, wir nehmen die gesamte Arbeit von den Schultern eines Kunden weg, um wirklich in Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Wir haben ein Team hier innerhalb der Europäischen Union, die das macht, und auch hier in Deutschland, um die Aufgabe einfacher zu machen für das Unternehmen. So ein Managed Services Angebot. Und dann haben wir auch natürlich parallel dazu normale Beratung auch. Ich behaupte, dass drei Dinge wichtig sind, und das sehen wir auch immer mal wieder mit verschiedenen Kunden und anderen Unternehmen hier in Zentraleuropa. Erstmals, es handelt sich um einen Leader, der wirklich das Geschäft versteht.
nicht unbedingt das jetzige Geschäft, sondern aber auch, wo das Geschäft hingehen muss, um zu überleben zu können. Das ist die erste Sache. Das heißt, ein Mensch, der wirklich ja, ein bisschen out of the box denkt, wenn man eigentlich das sagen möchte. Das ist die erste Sache. Zweitens, man muss auch in der Lage sein, mit den verschiedenen Lieferanten, Partnerschaften und so weiter zu entwickeln. Kein Mensch ist eine Insel. Ja? Wir müssen zusammenarbeiten. Und die Zeiten ändern sich so wahnsinnig schnell, dass kein Lieferant und kein Endkunde sozusagen wirklich azure sein kann, immer. Man braucht diese Partnerschaft. Daher braucht man einen Mensch, der in der Lage ist, Partnerschaft zu entwickeln. Und drittens, man muss die gesamte Company involvieren, alle Abteilungen und so weiter. Und auch die Freiheit zu testen, Risiko einzugehen. Die Zeiten ändern sich wahnsinnig schnell in diese Zeiten. Und diese drei Faktoren sind sehr, sehr wichtig. Ein Mensch, der wirklich das Geschäft versteht, aber auch verstehen kann, wo das Geschäft hingehen wird. Zweitens, Partnerschaft zu entwickeln. Und drittens, die gesamte Company mitzunehmen in verschiedenen Abteilungen. Also erstmal an dieser Stelle möchte ich natürlich sagen, dass viel zu viele Leute ihr Leben verloren haben in den letzten Monaten und das wollen wir und dürfen wir nie vergessen. Das ist natürlich sehr traurig für die betroffenen Leute. Parallel dazu, weil wir jetzt seit Monaten ein neues Normal da erleben, viele Kunden und andere Companies haben Kontakt mit uns aufgenommen und sagen, pass mal auf, wir haben eine neue Situation. Wir können nicht mit unseren Endkunden eigentlich in Kontakt kommen. Wir können nicht reisen. Wir können Leute nicht treffen und so weiter. Wir wollen wettbewerbsfähig bleiben. Was können wir tun? Können wir uns helfen? Wir wissen, dass wir mehr und mehr mit Software und Applikationen machen können, viel mehr, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber das ist natürlich mit Risiko und Schwachstelle verbunden. Können Sie uns bitte helfen? Das ist wirklich ein sehr häufiges Gespräch, das wir geführt haben und führen immer noch. Und das hat sich wirklich wahnsinnig beschleunigt. Also erstmals möchte ich sagen, dass wir sehr viel erreicht haben in sehr kurzer Zeit. Und gerade in Europa und vor allem hier in Deutschland. Da wird sehr viel getan, geforscht, gegründet und so weiter. Und darauf sollen wir eigentlich stolz sein. Wenn ich einen Wunsch erwähnen darf, es wäre ein gescheites Internet. Schnelles Internet, Internet überall, dass es billig ist. Es soll genauso zugänglich wie sauberes Wasser und gescheite Straßen. Ohne ein schnelles Internet, ein breites Internet, sind wir eigentlich ja, nicht verloren, aber nur hart gebacken. Das kommt. Wir haben sehr viel Verbesserung gesehen in den letzten Monaten, aber es gibt immer noch, wie man sagt, Room for Improvement. Man kann eigentlich das immer verbessern. Aber das müssen wir schnell machen.